Hi und willkommen in der Bärpo-Welt. Ich zeige euch heute, wie man einen Takedown-Bogen aufbaut. Ganz wichtig, aufbauen heißt noch nicht schussfertig machen. Jetzt lasst uns einmal schauen, wie man diesen Takedown-Bogen, ist in dem Fall ein Bärpo-Limp-System-Bogen, also ein BLS-Takedown, wie ihr den am besten aufbauen könnt. Ganz wichtig, so wie wir diesen Bogen aufbauen, bauen wir auf jeden Fall auch alle anderen Takedown-Bögen bei Bärpo und bei Pentathlon auf. Wie das andere Marken machen, müsst ihr vielleicht nochmal separat schauen. Also, ihr wisst ja, jeder Takedown-Bogen besteht aus einem Mittelteil. Das ist hier eins unserer 13 Zoll Mittelteile. Extrem schön, wie ich finde. Und einmal, klar, besteht jeder Bogen aus zwei verschiedenen, oder nicht aus verschiedenen, aus zwei Paar Wurfarmen. Jetzt ist die Frage, wo ist bei einem Wurfarm, welcher Wurfarm kommt oben hin und welcher unten hin? Könnt ihr ganz leicht erkennen, überall dort, wo das Logo ist, dieser Wurfarm ist unten. Auf dem Wurfarm, wo kein Logo drauf kommt, der kommt nach oben hin. Wir brauchen jetzt, damit wir den Bogen aufbauen können, brauchen wir die zwei Schrauben und natürlich den passenden Imbusschlüssel dazu. Ich persönlich fange immer mit dem Wurfarm unten an. Ihr seht, wir haben hier einmal das System der Schraube und hier das Gegenstück. Das heißt, wir knocken einmal den Wurfarm ein. So. Das heißt, der sitzt eigentlich schon genauso, wie er sitzen soll. Dann nehmen wir einmal die Schrauben, drehen die rein. Dadurch, dass das gut passt, geht es eigentlich wie von alleine. So, und dann nutzen wir noch den Imbusschlüssel, wenn es ein bisschen schneller gehen soll. So. Der Wurfarm justiert sich eigentlich über die Schraube wie ganz von alleine, dass das genau dort auf den Wurfarmflächen sitzt, wo es hingehört. Und ihr seht schon, wir schießen ja so den Bogen und das Logo ist einmal unten. Ich lege den Bogen meistens dann hin auf den Tisch, dann wird das nicht so ein Rumgefummel. Heb den ein bisschen an, knock wieder ein und dann drehe ich einmal. Ganz entspannt die Schraube rein. So bis der sitzt und dann kann ich es hier einmal wieder ganz entspannt eindrehen. Noch einmal am Ende immer ein bisschen festziehen. Macht übrigens auch Sinn, den Bogen regelmäßig mal die Schrauben zu überprüfen. Also einmal abspannen und dann die Schrauben nochmal nachziehen. Und jetzt haben wir aus drei Komponenten einen fertigen Takedown-Bogen. Ihr seht ja, zum Schuss fertig machen fehlt hier noch die Pfeilauflage und die Sehne. Aber jetzt haben wir schon mal unseren Takedown-Bogen. Ich hoffe, euch konnte ich damit ein bisschen helfen. Ich wünsche euch jetzt ein leichteres und schnelleres Aufbauen und viel Spaß mit eurem Bogen.